Juhu, Freunde des Lebens, willkommen zurück zu Let's Play Fantasy Life. Ha, ich liebe dieses Spiel, es ist einfach unglaublich entspannend und unglaublich chillig. Und ich hoffe, wenn euer Tag ein bisschen unentspannt war, das kann ja mal vorkommen, dann kann Fantasy Life euch eine kleine Reise in die Welt der Entspannung liefern. Es sei denn, wir kämpfen wieder gegen so abnormale, überkrasse Megamonster. Dann bin ich alles andere als entspannt, aber ihr könnt mich wenigstens dabei auslachen. Ist das nicht schön? Stay positive, just stay positive. Wir müssen noch so Krokoteile plätten in dieser blöden Wasserfallgrotte an der Schneespitze. Das habe ich total übersehen, dass uns da immer noch ein Kroko fehlt. Und dann muss ich noch Hurricane benutzen, um Krokos platt zu machen. Und ich muss Riesenschildkröten erledigen. Und ich wollte jetzt eigentlich erstmal zu der Friseuse. Das habe ich total vergessen. Man kommt hier vom Hundertsten ins Tausende. Die Dinge, die man machen kann. Es gibt so viel zu tun, so viele Möglichkeiten. Ich möchte auch unbedingt Schmied werden und alles. Das ist... ich könnte den ganzen Tag lang einfach nur... Fantasy Life ist wirklich ein richtiges Suchtspiel. Es ist aber auch irgendwie gerade Zeit der Suchtspiele, ne? No Man's Sky kannst du stundenlang spielen. Fantasy Life ist zwar schon ein älteres Spiel, aber habe ich ja wieder so ein bisschen neu für mich entdeckt. Dann kommt sowas wie Abzu raus, was du dir einfach nur den ganzen Tag lang angucken kannst. Unravel ist auch nicht lange her. Das ist einfach... Es ist ein Traum, es ist ein Traum. Halli, hallo! Oh, ein Kunde, willkommen! So ein seltsames Paar, la la la, lila lopalop! Huch, hat die Blume gerade gesprochen? Wieso bist du so überrascht, Süße? Du sprichst doch immerhin auch, oder? Das ist Lila Lippe, sie ist eine seltene Blumenart, die sprechen und singen kann. Oh, sprich bitte nicht über mich, als wäre ich ein Sammlerstück, das ist nicht sehr schmeichelhaft. Es tut mir leid, eigentlich sollte ich gar nicht so überrascht sein, bedenkt man, dass ich, Keine Sorge, Kleines, das bin ich gewohnt. Lalila, loppalalopp. Dies ist der Schönheitssalon. Hier kannst du deine Frisur nach Belieben ändern. Das ist ja toll! Oh? Aber wieso seid ihr so weit von der Stadt entfernt? Hättet ihr in der Stadt nicht mehr Besucher? Aber natürlich, Florina hatte früher einen Laden mitten in der Stadt. Sie hatte eine wunderbare Ausstrahlung und war einmal ein leuchtender Stern am Modehimmel. Das reicht jetzt aber, Lila. Aber das stimmt doch alles, oder? Die Kulten sind regelrecht vom Himmel gefallen. Ach, die gute alte Zeit. Naja, ja, ich habe viel verdient, aber ich musste auch viele Dinge aufgeben. Und du dachtest, es würde helfen, den Laden mitten im Nirgendwo hinzustellen? Du hast ja wohl nicht mehr alle Blätter im Baum, Süße. Was redest du denn da? Ich habe dich nicht gezwungen, mitzukommen. Stimmt wohl, lalala, loppalopp. Wir würden es gerne versuchen. Ich fürchte, mit einem Schmetterling könnte das selbst für mich etwas schwierig werden. Ich meine, du hast... Wie hier, das ist die lila Lippe wieder. Die lila Lippe. Lila, das ist super. Ich meine, du hast ja gar keine Haare, Süße. Wie wäre es mit einer Perücke für deine Fühler? Echt, hast du eine? Natürlich nicht. Das war doch nur ein Scherz. Du könntest mit einer schweren Perücke gar nicht fliegen, Schätzchen. Ich habe eine Bedingung. Wenn du möchtest, dass ich deine Frisur verändere, du musst genug Wonne haben. Wahre Schönheit kommt von innen, sonst hilft auch die eleganteste Frisur nichts. Meine Güte, du hast dir wohl wieder an die alte Zeiten erinnert. Lass mich dir erzählen, was ich so mache. Ich kann deine Items färben. Lalila, loppalalop. Ich kann die Farbe aller möglichen Items ändern. Bring mir einfach Blumen in der richtigen Farbe. Ich kaue sie ordentlich durch und spucke dann die neuen Items aus. Tada! Das ist etwas ekelhaft. Genau wie Florina mache ich das aber nur für Leute, die genügend Wonne haben. Ich will es ausprobieren, Mona. Bist du wirklich ein Schmetterling? Irgendwas ist komisch an dir. Flügel aufs Herz. Ich bin wirklich ein Schmetterling, gerade aktuell. Normalerweise läuft mir bei einem leckeren kleinen Schmetterling das Wasser im Mund zusammen. Aber wenn ich dich so sehe, werde ich kein bisschen hungrig. Verscheuch nicht unsere Kunden mit deinem seltsamen Geplapper. Ah, du bist wieder da. Lili, lila, loppala, lopp. Ihr seid zwei wunderbare Kinder. Ich möchte euch das hier geben. Oh, cool. Vorhänge. Schön. Ich kann das für euch färben, wenn ihr wollt. Kommt bald wieder vorbei, ihr Zuckerschnoten. Ich kann es kaum erwarten, dich mit verschiedenen Frisuren zu sehen. Kommt bald wieder vorbei. Was merkt meine Frisur? Wieso wollt ihr das nur ändern, Mann? Meine Frisur ist doch viel zu cool. Mano. So mögen die meine Frisur nicht.
Schönheitssalon. Ja, okay. Gut, das bedeutet, wir können hier ganz cool unsere Items umfärben. Sollten wir also bunte Klamotten oder sowas haben wollen, dann gehen wir einfach zu der Schmolllippenblume, die Lippen hat. Muss man die Schlangen umbringen? Lippen hat, wie ich morgens, wenn ich aufstehe. Wenn ihr mal sehen wollt, wie ich aussehe direkt nach dem Aufstehen, schaut euch meinen letzten Sonntagsvlog an. Da habe ich Lippen wie so eine Ohrhofen, ohne dass ich irgendwie was dafür kann. Ich habe keine Ahnung, warum das morgens passiert. Aber so ist das so. Du musst mir noch für eine Quest plätten. Hat noch nicht gereicht. Guck mal, ich leuchte. Glänziges, glänziges, shiny, shiny, shiny. Das ist cool, aber jetzt nervt's. Okay, prego, prego, pronto, pronto, pronto. Wir haben jetzt den Schönheitssalon kennengelernt. Das ist ja eine ganz tolle Sache. Aber ich muss noch ganz schnell die Grotte zur Schneespitze und da was prügeln. Das ist ja blöd. Wie konnte ich vergessen, dass ich noch einen Krokoplatt machen muss? Das wusste ich doch eigentlich. Ich habe es trotzdem vergessen. Schlimm, schlimm. Ja, ja, ich bin ein Dusel, ich bin ein Schussel, ich bin ein... Oh, guck mal, Spuck! Langweilig. Ja, das kann da rumliegen, das ist mir jetzt total egal. Ich will da jetzt schnell hinlaufen und mich nicht lange damit aufhalten müssen, irgendeine blöde Beutekiste hinter mir herzuziehen. Toll, jetzt ist meine Ausdauer weg. Ich hätte gerne ein Pony. Ein Pony, das Kind, ich streicheln und die ganze Sache mit mir herumschleppe. Ah nein, das sind lauter Zappergecks. Zappergeck, Zappergeck. Hilfe, 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 Hilfe. Ja, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich will mich nicht mit euch prügeln. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So. Lagerfeuerbraten. Ein Braten. Kennt ihr noch? Magst du Bratwurst? Ist das noch, kann man das noch sagen? Kennt ihr ja noch? Ist so ein Blali, weißt du Bescheid? Weißt du von ganz früher noch Alligator 1024 war oder 35 oder ich weiß gar nicht mehr. 1024 war es, ne? Kennt ihr das? Kennt ihr noch? Kunst Ultralist Player macht jetzt Vlogs und coole Videos und Unterhaltungskram und so. Was voll gut Typ Mann. Die Victor's voll der gute Russe. Ja, okay. Entschuldigung. Ich muss ja irgendwas erzählen, während wir hier durch die Gegend laufen. Ist ja jetzt mittel bis mäßig spannend. Oh, guck mal, Pat, hast du nicht gesehen? Honey läuft durch die Gegend. Das Spiel ist ja so spannend. Ich gehe mich jetzt erhängen. Du hast jetzt 15 Minuten meiner Lebenszeit mit herumlaufen verschwendet. Ich kann das immer noch nicht mit dem scheiß Drehattacke. Kacke, ey. Eins, zwei, drei. Vier. Fünf. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Ich muss mich doch voll konzentrieren. Eins. Nein. Eins. Zwei. Drei. Nee. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Mann, ich will hier immer klappt mal. Eins. Eins. Zwei. Drei. Das hat schon wieder nicht geklappt. Zwei, drei, eins. Ach, Kacke, Mann, ich kann das nicht. Ganz entspannt. Eins, zwei, drei, nein. Eins. Mann, du blöder Bastard. Eins. Eins, zwei, drei. Das klappt einfach nicht. Ich drücke doch. Mann, das macht mich aggressiv. Aua! Eins, zwei, drei, vier, fünf! Das sind immer schon schon. Ich bin scheiße. Ich hau jetzt das da kaputt. Ich wollte gerade sagen, hallo? Lass dich mal kaputt hauen, ey. Kann ja wohl nicht angehen. Eins, zwei. Das ist so traurig, ich bin so schlecht. Oh, der dicke Kristall ist noch nicht gespawnt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wieso klappt das denn jetzt? Ich hab nichts anderes gemacht als vorhin. Mann, das ist so gut.
alles gut. Ich bin ganz entspannt und ich ignoriere Schätze einfach, weil ich nur vorankommen will und... Hanni, du regst dich für Videospiele immer so auf! Ja, Mann! So. Eins. Mann, jetzt! Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf! Scheiße. Was vergeben wir denn da jetzt mal für Punkte? Ich möchte mal wieder was in Angriff investieren, damit wir einfach auch stärker werden, sonst wird das ja nie was. Boah, Stärke schon auf 29. Cool. Cooler Shit, Leute. Jetzt müssen wir noch einen Kroko plätten und dann haben wir es endlich hinter uns. Müssen wir wahrscheinlich noch 5000 Mal hier rein, aber eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf! Ja, Mann! Jetzt muss ich das nie wieder benutzen! Jetzt ist mir kackegal, jetzt bringe ich einfach Button Smashing! Jetzt reicht's mir! Erdbeben! Ja! Hanni, das war voll der Overkill und absolut unnötig! Das ist mir egal, Mann! Ich will's hier nur raus! Schnauze voll! Ich port mich jetzt! Hier! Da, ich geh mal wieder zu meinem Meister. Da. Schön, dich zu sehen, Mona. Hast du auch fleißig und fähigkeiten gefallen? Was hat es denn heute hierher gebracht? Und du willst mir berichten? Bist du wohl fleißig gewesen? Ja, Mann, diese scheiß Hurricane-Attacke! Ganz ehrlich, was hast du mir da beigebracht? Was ist das für ein Rotz? Ja, wenn du zu dumm dafür bist, so kleines Stück Dreck, kann ich dir auch nicht helfen. Ich geb dir gleich zu dumm! Das ist kacke, Mann! Gib mir ein anderes Schwert! Das ist voll behindert! Da kann ich nicht mal mit blocken! Was ist denn das für ein großes Schwert, wenn man nicht damit blocken kann? Ja, Mann, das ist dein Problem! Halt's doch einfach quer vor dich, dann kannst du damit blocken! Aber das steht aber nicht in der Gebrauchsanweisung! Ja, geh dir doch ein anderes Leben suchen, Mann! Ich möchte gleich ein anderes Leben suchen, echt! Voll so ein anderes Leben, ey! Ja, es geht denn da, dann schau dir zu liegen, du schlägst es gut. Aber du hast noch Luft nach oben, du Kacklappen. Danke! Warum habe ich bloß den Söldner genommen? Das macht mich fertig. Warum habe ich den... Warum nicht Paladin? Da hast du ein Schild! Wisst ihr, wie schön es ist, Paladin zu spielen? Du hast ein Schild! Kommt da was? Nimmst du fucking Schild? Ah! Okay, wir gehen jetzt nach Hause. Könnt ihr wieder gehen? Könnt ihr nach Hause gehen? Ich möchte meine Ruhe haben. Ich möchte mich ins Bett legen und weinen. Hier, geh mal. Ja. Und du auch. Geh mal weg. Dankeschön. Ah, wieder alleine. Oh, ist doch schön. Die haben sich Laura wahrscheinlich auch die ganze Zeit so, was ist denn nur mit dir los? Warum flucht ihr die ganze Zeit? Und John so, ich verstehe es nicht. Aber ich kann meine Stirn nicht sehen. Das frustriert mich. Ich wohne da unten irgendwo. Ich will jetzt wegen Wonne prüfen und dann will ich... Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was ich will. Ich will mich im Bett legen und weinen. Ich hab bloß Paladin genommen. Hallo, Flatterling. Ja, wir könnten. Hallo. Mit mal, das Mio ist wenigstens immer lieb in meiner Gruppe, ne Mio? Mau, mau, mau. Ja, meine Süße. Oh, Mio, Mio. Stay positive. Ich bin positive. Du bist positive. Wir sind positive. Just stay positive. Habe ich hier eigentlich irgendwas, was ich in mein Zimmer packen könnte oder in meine Schränke? Ich habe doch so ein Lager. Ich möchte Sachen jetzt lagern mal. Ich in 100 Jahren nicht brauchen werde. Zum Beispiel das Bronzeschwert. Auswählen. Und den Eisendolch. Ja. Ich weiß nicht, wozu ich das mal gebrauchen kann. Ich nehm's. Ich mach das einfach. Ich hätte mir die nicht kaufen müssen, Mann. Ich lagere jetzt aber auch meine eleganten Sachen alle. Bis auf die Dämonenflügel, weil ich das irgendwie. Das passt schon. Ja. Ich möchte die ja natürlich behalten und irgendwann mal tragen. Das kann weg. Die Blumen möchte ich behalten. Die sind cool.
Die habe ich ja gedroppt bekommen, ne? Gibt's hier irgendwas, was ich... Ich weiß nicht. Alter, es ist so viel Zeug, na. Wie viel kann ich da noch in meinem Inventar mit mir rumschleppen? Halt, da stand da gerade. Ich habe in meiner Tasche 98 von 200 und in meinem Lager 49 von 250. Na, dann ist da meine Tasche jetzt erstmal gerade das Coolste, was es gibt. Wartet mal kurz. Um mich zu entscheiden, was ich als nächstes auch wonnetechnisch machen möchte, muss ich mal gucken. Ich gehe jetzt mal schauen, ob ich schon bessere Waffe kaufen kann. Sonst muss ich das Angebot mal in den Läden erweitern. Ich meine, ich kann mir dann selber bestimmt voll die geile Waffe schmieden, aber... Erstmal gucken, was es hier gibt. Ne, warte mal haben da. Warte mal. Hashtag warte mal. Kennt er? Okay, das ist gut. Wer es nicht kennt, das ist blöd. So, hab ich Leute beleidigt? Tut mir leid. Ihr müsst es mir nachsehen. Dieses Großschwert macht mich aggressiv. Willkommen in Kastell 20, das Mittelfahren. Wir haben Waffen für Sie sammeln. Ja, ist gut. Da gibt es jetzt Eisendolche. Den besitze ich ja. Langschwert. Da gibt es jetzt Eisenschwerter. Das ist cool. Das könnte ich... Achso, ja. Eisengroßschwerter. Da würde ich wesentlich stärker mit werden. Ich schätze mal aber, dass wir ziemlich schnell selber Eisensachen schmieden könnten. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich das möchte. So, das ist nicht die Eisenrüstung. Die tragen wir ja sogar, ne? Von daher... Gibt es da irgendwas Neues? Tragen komplett eine Eisenrüstung. Ich möchte Eisenrüstungen verkaufen, weil ich zu viele davon habe. Stell dir das mal vor, Junge. Ich muss sie einzeln verkaufen. Ich glaube, selbst hat. Habe ich da irgendwas dabei, was ich sonst verkaufe? Nee, alles klar. Oh, ich habe meine Grinseblume nicht aufgestellt. Na gut, lassen wir das erstmal so. Ich glaube, wir können uns ganz recht schnell schon Eisensachen herstellen, wenn wir jetzt Schmied werden. Ich möchte Schmied werden. Ich möchte mir Sachen herstellen. Ich möchte voll cool werden, Mann. Kann man dann auch Waffen schmieden als Schmied? Ja, ne? Wäre ja sonst merkwürdig. Ich habe noch nie Schmied gemacht. Ich war Schneider, ich war Magier und Paladin und ich habe... Oh, ich bin falsch gelaufen. Was habe ich noch gemacht? Juwelier, glaube ich. Schürfer war ich auch. Schürfer, das stimmt. Ich war Schürfer. Ich war der Fote Schürfer, Mann. Jo. Mona, wie kann ich dir helfen? Wanne prüfen. Sehen wir mal, wie wannig du bist. Jo, ich war beim König vom Kastell. Bin jetzt Geselle geworden. Ich habe Verbündete gefunden. Ich war 10 Stunden in Reviria. Hab jetzt Laura, ich verbündet hier, ja. König Erik vertraut mir jetzt voll, weil ich voll toll bin und Hugos Wunsch wurde vernommen. Und dann habe ich mich mit dem grünen Ritter angefreundet und war im Schönheitssalon. Yeah, wanna bonus? Yeah. Ich will mein eigenes Pony, aber auf eine größere Tasche. Wie ist denn das jetzt hier? Mit diesem Bonus kannst du dir eine Schildkröte im Puerto Line erkunden, die Küstenregion im Schildkrötengalopp. Oder ein zweites Haustier. Ich meine, wir haben ja eine Mio. Wir müssten neben Mio eigentlich ja auch... Aber ich warte mal aufs Add-on. Da gibt es nämlich auch noch Haustiere. Die Läden Puerto erweitern ihr Sortiment. Leben und Einkauf Puerto wird zu komfortabler. Das ist mit dem Friseurbesuch. Da kann ich Sachen dann färben. Oh Gott, ich kann zwei Sachen wählen. Eigentlich möchte ich eine größere Tasche haben, weil ich habe echt keine Lust auf diesen Stress mit Items, die ich nicht mehr einlagern kann. Das nervt. Wie blöde. Schildkröten reiten, einkaufen plus ist eigentlich immer ganz super gewesen bis jetzt jedes Mal. Gut, das mit dem Friseur besuchen. Wir könnten halt dann Items umfärben, das sollte ich mal machen. Ja, komm. Mit dem Items umfärben machen wir. Also, noch können wir, glaube ich, keine Items umfärben, aber soon. Okay, Flatterling will mit uns sprechen, da würde ich sagen, das machen wir im nächsten Part. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Fantasy Life. Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen, für eure coolen Kommentare immer zu diesem super süßen Spiel. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und ansonsten gibt es auch noch jede Menge andere Let's Plays auf meinem Kanal. Also viel Spaß damit, viel Glück für euch. Und denkt das nächste Mal an mich. Oder wie ging das nochmal bei Doremi? Ich weiß nicht. So singen!